heute ein neues Video für euch. Ich hoffe, dieses Video nimmt ein gutes Ende. Man weiß es nicht. Ich bin super aufgeregt. Ja, weil du am Boden stehen bleiben kannst. Ja, vielleicht. Mein Bruder wird nämlich heute zum allerersten Mal in seinem ganzen Leben reiten. Auf meinem Pferd Flora. Das heißt, wenn der runterfällt, dann bin ich schuld. Kommst du dann ins Gefängnis? Mein Pferd ist versichert. Das ist schon mal sehr wichtig. Ich bin schon super aufgeregt, wie er das so machen wird. Vielleicht ist er voll der Profi. Vielleicht galoppiert er mit Flora davon, springt über alle Hindernisse und kommt direkt zu den nächsten Olympischen Spielen. Vielleicht hat er heimlich eine Ranch und er erzählt dir nichts davon, weil du sonst immer auf seiner Ranch rumhängen würdest. Und er ist Cowboy? Vielleicht. Bleibt unbedingt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze ausgeht, wie sich mein Bruder anstellt. Sind wir mal nicht so. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie er sich so anstellt. Das wäre doch lustig. Ich bin natürlich auch in diesem Video mit dabei. Ich sorge für die Sicherheit. Oder ich bin Kamerafrau. Je nachdem. Du kannst immer mit so einem Trampolin mitlaufen, dass er darauf fällt. Ach so, ein Feuerwehrauffangtuch? Ja. Oh, ich habe übrigens einen eigenen Instagram-Account für mein Pferd Flora. Ein Pferde-Instagram-Account, wo ich ganz viel poste. Jeden Tag ganz viele Stories und Bilder, wo ihr immer am Laufenden bleiben könnt. Wenn ihr auch ein Pferdemädchen seid, dann solltet ihr dort unbedingt vorbeischauen. Oder wenn ihr eins werden wollt. Oder Pferdejunge. Hier wird niemand ausgeschlossen. Pferdemädchen, Pferdejungs, jeder ist willkommen. Diese beiden Mäuse würden auch gern mitkommen. Wollt ihr auch mal reiten, Flora? Ich habe mich jetzt schon mal in meine Reithose geworfen. Und da fällt mir ein, hoffentlich zieht mein Bruder keine kurze Hose an. Das wäre fatal. Das Wichtigste haben wir, Leckereien für die Pferde. Ich glaub's nicht. Jetzt hat der erst eine kurze Hose an. Was ist los mit dir? Hello. Hallo. Aufgeregt? Nein, nicht wirklich. Willst du das wilde Reittier zähmen? Probieren wir das. Adrian, wir fahren noch Frühstück und wo fährt man dahin? Natürlich zu McDonald's. Hallo, einen McToast Deluxe? Ja. Und einen McMuffin Bacon and Egg? Ja, war das alles? Ja. Ja, sehen wir zum nächsten Kasten. Danke. Schmeckt? Ja. Zeig mal da rein. Kriegt man das irgendwie zu? Oder zwickst du hier die Haut ein? Ich glaube ja, dass der Reißverschluss drauf geht. Ich würde es lieber lassen. Du machst das kaputt. Du bist so fett. Hallo. Baby. Hi. Das ist aber nicht dein Reitpferd. Die wichtigste Ausstattung sind erstmal Leckerlis. Ja. Dann wird dich jedes Pferd lieben. Flora. Flora, dein neuer Reiter! Ich hab so Lust, an dir irgendwas zu machen. Dein neuer Reiter, Flora! Schon mal gut eingeschleimt. Und wer guckt hier rüber? Chichi. Das ist deine neue Wohnung übrigens auch. Okay. Ein Quiz. Was muss man als erstes machen? Was ist der erste Schritt? Der Tipp wird gerade eingeblendet. Der da, mit denen halt irgendwas wahrscheinlich. Und was? Ja, weiß ich nicht. Ist das schön? Da, über den Kopf hänge ich drüber. Ja, was ist denn jetzt? Zweiter Versuch. Dem kaut's hier rum. Probier nochmal anziehen. Na, das muss nicht. Ja, das muss auf jeden Fall vorne sein, weil da das. Genau, und was ist oben? Bei den Ohren oben. Ja. Mhm. Ein bisschen die falsche Reihenfolge vielleicht. Zuerst die lange Nase durch und dann zu den Ohren. Ja! Ja, ja, wir haben den Kopf. Jetzt die Ohren. Jetzt hoch. Richtig. Und jetzt noch zumachen. Super. Hallo. Ey, sie, du musst sie weg. Lass halt essen auf diese. Komm, wir müssen da rauf. Der Weg ist heute sehr beschwerlich. Komm, Mäuschen. Bitte hier anbinden, wo schon der Leckstein bereit hängt. Na gut, dass Flora noch einen Snack mitgenommen hat unterwegs. Kannst du mal einen Knoten einfach? Nein. So? Warum können wir nicht einen normalen Knoten machen? Hier kommt der Sattel. Ich
bin der Sattelesel, der Packesel, oder wie heißt das? Adrian, guck dir deine Ausrüstung genau an. Ja, das ist es schon. Du bekommst sogar extra eine blaue Decke. Hier, die Schabracke. Guck mal, hier ist die Putzbox. Zeig dir, was wir brauchen. Am besten nimmst du einfach die. Ich hab gedacht, ich bin zum Reiten da. Vorher muss das Pferd hergerichtet werden. Los. Wie Mäusebär. Du machst es sehr fürsorglich. Danke. Ist das schön, Flora? Macht ihr das gut? Und jetzt noch Hufe auskratzen. Traust du dich, Hufe auskratzen? Da nicht. Da und da. Machst du es öfter, gell? Sehr gut. Ein richtiger Profi schon. Wir sind jetzt bei der Therapiesitzung angekommen. Umarme sie. Schön, oder? Mhm. Kommen wir zu den Gamaschen. Für das Bein. Eher verkehrt. Was? Geht's von unten oben? Immer noch verkehrt. So. Aha. Und die andere Seite. Ich muss sagen, ihr seid ein bisschen langsam. Ich wäre schon so weit. Ja, Tirade ist schon ein bisschen next level. So, was kommt als nächstes? Was glaubst du? Die Decke. Richtig. Was ist so? Ungefähr. Aber du kriegst den Punkt. Ihre Augen gewöhnt man sich. Und das Wichtigste, der Helm. Mich festhalten. Da. Die Steigbügel länger machen. Zieh da an. Einfach nur da an. So, fest. Ah, verstehe. Wie du musst die machen? Und auf der anderen Seite. Man braucht Muckis zum Reiten, hä? Einsteigen. Auf und drüber. Super. Ja, los geht's. Jetzt die Arme ausstrecken, zur Seite und kreisen. Schulter kreisen. Verstehe ganz die Bewegung, verstehe nicht ganz. Und Kerab. So, so kann man das ja noch besser. Super! Flora! Flora! Auch mal Hallo sagen. Hi. So ein braves Schulpony. Rauf mit dem Pony. Go. Yay, die Champions. Okay, jetzt müssen wir noch die Beine abkühlen. Das fängt immer hinten an, weil das weiter vom Herz weg ist. Das ist eher unten. Und jetzt vorne noch. Sehr gut, sie haben die Auszeichnung zum Blumengießer erreicht. Vorstellen solltet ihr beibringen. Und die Ponys haben jetzt Freizeit. Bist du durstig? Bitte tritt nicht die Kamera an. Das war genug.
Hä, ist hier niemand durstig? Ist hier niemand durstig? Hast du Durst, Tirani? Dann warst du wohl fleißiger. Und was ist mit dir, Schnuffellos? Jetzt kommt eigentlich erst der wichtigste Part, nämlich die Belohnung. Wie konntest du denken, dass wir schon fertig sind? Wir haben das zu Hause schon vorbereitet, aber jetzt müssen wir das noch aufteilen und noch was dazugeben. Oh, nein, ja, renn! Könntest du bitte ein Geräusch machen, bevor du dich wälzt? Das wäre doch süß. Und fertig angerichtet. Sieht sehr lecker aus. Lass für Serenas Bruder unbedingt einen Daumen nach oben, ne? Vielleicht steigt er dann ja wieder mal aufs Pferd und wir können an dieser Trainingseinheit anknüpfen. Das nächste Video heißt dann, mein Bruder reitet sein erstes Turnier. Oder so. Oder mein Bruder kauft sich ein eigenes Pferd. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.